Wenn ich beschreiben müsste, sagen wir jetzt so grosso modo auch Schweizer Mentalität, ja, dann würde ich sagen, mir erscheint die als Idealkombination von zwei Charaktermerkmalen, von denen jeder für sich unerträglich wäre. Miteinander aber das ein fast menschliches Ideal ergibt. Nämlich die Kombination von Biedersinn und Anarchismus. Flughafen Zürich, das Tor zur Schweiz. Dann und wann fällt einer über das Land herein. Heute Robert Menasse. Er tut es mit Charme oder eben österreichisch mit Schmäh. Er besucht Stefan Zweifel, Literaturkritiker in Zürich. Robert Menasse ist Schriftsteller. Der gefragte Beobachter der Zeitgeschichte kommt aus Wien. Zweifel will seinem Freund eine rebellische Schweiz, eine etwas verrückte Schweiz zeigen. Wie sieht der Österreicher Menasse unser Land? Ein paar Wochen vor den eidgenössischen Wahlen? Davon handelt dieser Film. Das Herz der Schweiz ist aus Granit. Vorbei am großen und kleinen Mythen geht's hinauf zum ganz großen Mythos. Unser österreichischer Gast wird erst einmal auf den Gotthard geführt. Stefan Zweifel zeigt seinem Besuch eine bis vor kurzem streng geheime militärische Anlage. Wahnsinn. Hier kommt man nicht raus und nicht rein. Es ist vielleicht wie das Schweizer Red, wie nur eine Art Kriegsattrappe. Die Gotthard-Festung war militärische Sperrzone, eben das sagenumwobene Reduit. Heute hat sich im Fels das Hotel Klaustra eingebunkert. Stefan Zweifel führt Robert Menasse in die Festung. Die Bunker werden von der Armee seit ein paar Jahren nicht mehr gebraucht. Aber offenbar ist uns Schweizern die Einigelung in Leib und Seele übergegangen. Ein geschäftstüchtiger Eidgenosse hat hier ein Luxushotel eröffnet. Für 9 Millionen Franken wurde ein gläserner Rückzugsort für Seminarbesucher und reiche Touristen eingebaut. Was mich fasziniert an der ganzen Geschichte ist, wie ein historisch über lange Zeit gewachsenes Selbstverständnis des zum globalen und internationalen Klischee über die Schweiz geworden ist, nämlich die bedingungslose Wehrhaftigkeit und die radikale Bereitschaft der Selbstverteidigung. Ja, wie eine, als wäre die Schweiz eine Wagenburg. Ja. In der Mitte ist der Goldschatz und rundherum ist Verteidigung. Ja. Das ist ein über lange Zeit gewachsenes globales Klischee über die Schweiz. Die Idee eigentlich dieser Anlage, dieses Luxushotels in diesem Reduit drin, ist dermaßen surreal, dass man sie in der Beschreibung gar nicht übertreffen kann, jetzt, wenn man drin steht. Ich meine, Friedrich Dürrenmatt, der ja im Zweiten Weltkrieg daran verzweifelte, dass er irgendwo in der Westschweiz eigentlich nur Schuhe putzen konnte und gar nichts unternehmen konnte, der vorhin eine leichte Faszination auch für Hitler entwickelt hatte und danach zu einem der größten Kritiker genau dieser Reduit-Vorstellung und dieser Wehrhaftigkeit wurde, der hat dann im Winterkrieg in Tibet ja sich das ausgemalt, sein riesiger Stollen nach dem Dritten Weltkrieg, wo ein übrig gebliebener Soldat mit seinen Prothesen in die Wände seine Geschichte einschreibt, über hunderte von Metern. Und dann hat er aber auch dann diese Stollenwände mit pornografischen Bildern zugepflastert, dieser Soldat. Also auch Dürrenmatt, der ja mit der Metapher, dass wir Schweizer
und gern am liebsten in einem Gefängnis leben und die Schweiz ein Gefängnis ist und wir uns lieber einsperren, weil wir uns in diesem Eingesperrten so wohlfühlen, weil wir dann immerhin die eigenen Gefängnisregeln bestimmen können, hat natürlich auch diese erotische Komponente dieses Eingesperrtseins in dieser verrückten Stollenfantasie Winterkrieg im Tibet eigentlich nicht in Stein, aber in Worte gemeißelt. Schon bald wird mir klar, dass Menasse und Zweifel sich in ihren dicken Büchern kürzer fassen können als vor Kamera und Mikrofon. Die zwei streifen durch das granitene Herz der Schweiz. Der Hotelier verweist stolz auf seinen Seminarraum für 120 Personen. Banker, Rückversicherer und wohl auch solche, die Militärdienst nicht genug bekommen haben, lassen sich hier für eine Woche einsperren. Ohne Natel, ohne E-Mail. Auch wenn ihre Gedankenakrobatik auf einer oberen Etage stattfindet, rütteln die beiden Literaten ganz schön an meinem patriotischen Fundament. Aus der Gotthardfestung zur Schöllenschlucht. Das Herz der Schweiz ist auch ein Wasserschloss. In alle europäischen Richtungen fließt unser einziger Bodenschatz. Unter der Teufelsbrücke durch schießt die Reuss. Und gleich daneben schießt die Schweizer Armee. Überhaupt ist hier ein kriegerischer Boden. Da steht das Denkmal für General Suwarow. Diese paar Quadratmeter sind russischer Boden, mitten im Herzen der Schweiz. Also wir stehen hier ja an der Teufelsschlucht sozusagen. Dort oben in den Bergen, wo die alten Eidgenossen um 1300 umgestellt haben auf die Viehwirtschaft und angefangen haben, eben Fleisch zu machen und Käse. Und den konnten sie dann sehr gut verkaufen in die Täler runter, wo das Getreide im Überfluss vorhanden war wegen der Pest. Sie haben also auch hier schon ganz früh aus der Not eine Tugend gemacht und ein Geschäftsmodell. Und wir sind umrauscht vom Wasser. Und es ist eine Teufelsschlucht und es gibt ja auch die teuflische Idee, dass man jetzt aus den Wasservorräten ein Schweizer Geschäft macht. Ja. Und das finde ich skandalös. Wasser ist ein Privileg und ein Reichtum dieser Länder, in den Alpen zum Beispiel oder in Europa. Und ich weiß nicht, ob Sie das wissen, Wasser ist das jüngste Menschenrecht. Die Europäische Union hat in der Europäischen Menschenrechtserklärung das Recht jedes Menschen auf sauberes Wasser als Menschenrecht festgeschrieben. Ja? Und da die Schweiz nicht Mitglied der Europäischen Union ist oder noch nicht, hat sie ja auch die Europäische Menschenrechtsdeklaration noch nicht unterschreiben müssen. Und ich finde es skandalös, dass es Schweizer Konzerne wie Nestlé sind, die weltweit Quellen und Wasserzugänge und Brunnen und Oasen und alles Mögliche aufkaufen und privatisieren, um daraus ein Geschäft zu machen. Ja? Und gleichzeitig ist es ein ästhetisches Spektakel. Von erhabener Schönheit. Von erhabener Schönheit, ja. Und es ist ja auch schön, dass hier das Gebirge, der Stein, mit dem Hegel nichts anfangen konnte, vom Wasser ja auch aufgelöst wird. Dass diese Triebkräfte des Flüssigen, die in Stein gemeißelten Mythen, irgendwann abtragen werden, ja, und ins Ozeanische verflüchtigen. Ja. Aber ich hoffe, das Wasser bleibt. Das Wasser bleibt. Menasse und Zweifel sind stolz, dass es einer ihrer Zunft war, der der Schweiz die Tell-Heldengeschichte schenkte. Dass Schiller aber ein Ausländer war, kann sich Robert Menasse nicht verkneifen. Doch Stefan Zweifel verweist seinen Gast darauf, dass es der Schweizer Max Frisch war, der Wilhelm Tell auf die Füße stellte. Und das ist für mich die Schweiz, dass ein antiautoritärer Anarchist, ja, zum Grundmythos
wird oder werden konnte für einen geradezu autistischen Biedersinn. Ja, es muss ja sein, der Rebell, der gleichzeitig begründet einen autistischen Biedersinn. Mhm. Dieses eigene, das nennt man ja auf Griechisch Idios, das Idiotische. Und es gibt ein paar Darstellungen aus dem 18. Jahrhundert, wo Wilhelm Tell auf einem Platz steht, als Narr verkleidet und sein Hund pisst an die Stange von Gessler. Und er verbeugt sich eben nicht, weil er sozusagen den Narr spielt. Und dieses Spielen des Narren hat ja die Schweiz dann auch immer wieder übernommen. Und diese Form des ganz Eigensinnigen wäre eigentlich eine Tradition, an der man selber auch anschließen könnte. Und mit Tell lernen, ein Idiot zu sein und die Welt eben ganz eigensinnig und eigen zu sehen. Ich glaube, jeder Künstler ist ein Idiot. Dazu muss ich nicht Schweizer werden. Unsere Herbstreise vor den Wahlen provoziert auch immer wieder die Frage, wie hält es die Schweiz mit den Fremden? In Zürich kennt sich Robert Menasse schon ein wenig aus. Letztes Jahr ist er hier Max-Frisch-Preisträger geworden. In der Hoffnung, vom Österreicher etwas über die Schweiz zu lernen, wie es in der Laudatio hieß. Hier wohnte Lenin, der Führer der russischen Revolution. Wir haben die Dadaisten, die während des Ersten Weltkrieges den Unsinn des Krieges angeprangert haben. Wir haben Büchner, der geflohen ist aus Deutschland in die neutrale Schweiz, wo er dann lehren konnte als Arzt. Und wir haben Lenin, der hier die Revolution vorbereitet hat, auch während des Ersten Weltkrieges. Also alles eigentlich Leute, die in die Schweiz gegangen sind, Revolutionäre, Aufrührer, in einen neutralen Ort, in eine Art Exil und aus diesem Exil dann entweder mit den Schriften gewirkt haben oder wie Lenin ausgebrochen sind, um eine Revolution zu machen. Was hält denn diese Spiegelgasse uns in der Schweiz heute für einen Spiegel vor? Heute spiegelt sich in der Spiegelgasse eine machtvolle Entwicklungstendenz des Kapitalismus, nämlich sich und seine Kultur einfach zu musealisieren. Dann ist ja nur noch eine Gedenkplatte am Haus, ja. Anstatt lebendige Kultur. Ja. Neben Lenin wohnte der Arzt und Schriftsteller Georg Büchner. Ein paar Hausnummern weiter, das Cabaret Voltaire. Der französische Aufklärer war nie hier, aber sein Geist. Hugo Ball und Voltaire gegenüberstehen, an diesem geschichtsträchtigen Ort. Und hier im Cabaret Voltaire, wo ja das Cabaret Voltaire bezog sich auf Voltaire, auf die Aufklärung, und wollte ja irgendwie gegen den Krieg, dieses Nein zum Krieg propagieren, im Namen der Aufklärung. Und als dann aber Hugo Ball auf die Bühne ging in diesem Pappkostüm und angefangen hat, Verse zu rezitieren, hat er gemerkt, man kann nicht einfach nur Nein zum Krieg sagen, man kann auch nicht nur Nein zur abendländischen Kultur sagen, sondern man muss Nein zum eigenen Ich sagen, zur Sprache. Zur Sprache, in der normalerweise ja auch ein Subjekt herrscht, ein Hauptwort. Dass die Objekte, die Nebenwörter in den Krieg schickt, mit Adjektiven schön verziert, und die Verben geben die Bewegungsparolen, die Frontparolen aus. Man muss also die Sprache zerschlagen und ging auf die Bühne und hat dann gesagt, so Bari, Gedi, Blimba, Barabimba, Blablimba, Hopsamen, Hopsamen, Amen, Amen. Dieser anarchistische Dadaismus konnte ja nur hier entstehen. Ja, so wie die Psychoanalyse mit einiger Logik in Wien entstehen musste. Ja. Es gibt komischerweise, es gibt so Orte, die dann etwas so hervorstülpen, was nur hier entstehen konnte, aber dann allgemeine Gültigkeit bekommen. Wie viel Anarchie verträgt die Schweiz heute? Werden die Wahlen in einem Monat etwas dazu aussagen? Noch einen Abstecher ins Zürcher Kunsthaus zu den heroischen Gemälden von Ferdinand Hodler. Das Bild zur Schweizer Demokratie trägt den Titel Einmütigkeit. Da hat Menasse
einen leichten Zweifel. Wenn alle gleicher Meinung sind, ist das noch Demokratie? Und was passiert mit einem, der die Hand nicht streckt? Unter Mozart-Musik für ein schräges Orchester zeigt der Österreicher jetzt dem Schweizer die Schweiz. Eine Ausstellung, die Menasse für das Kunsthaus Zürich mitkuriert hat, zum Thema Europa. Und mittendrin die Schweiz als sicherer Hafen für große Europäer. Und diese Menschen waren Flüchtlinge. Und die Schweiz hat sie aufgenommen. Und was ich nicht verstehe, aber du kannst mich ja korrigieren, vielleicht sehe ich das falsch und vielleicht weiß ich zu wenig über die Schweiz. Ja? Aber ich habe den Eindruck, dass in der Schweiz heute ein, ich weiß nicht, ob es die Mehrheit ist, aber ein viel zu großer Teil der Bevölkerung, statt stolz darauf zu sein, ja, heute das als Problem sieht, ja, dass Flüchtlinge kommen oder dass Menschen versuchen, in die Schweiz zu kommen, ja, wegen der Vorzüge, die sie hat, ja. Ja, und der Sicherheit, die sie bietet oder bieten könnte. Und ich kann das nicht verstehen. Das ist doch Anlass zum Stolz. Wir haben die Kultur und den Geist Europas gerettet, indem wir die Flüchtlinge aufgenommen haben. Ja? Ja. Das ist James Joyce, mhm, ja, Autor von Ulysses und Finnegans Weg, also Revolutionäre der Romanliteratur. Bert Brecht, muss ich nicht unbedingt erklären, was er gemacht hat. Da ist ja irgendwo Mussolini, der war ja auch, mhm, hier. Der war aber damals noch Anarchist, oder? Nein, er war damals Sozialist. Sozialist? Ja, noch kein Faschist, mhm, sondern wirklich Sozialist. Und hat eine Erst-Mai-Rede gehalten in Zürich. Weiß ich, Arthur Schnitzler, ja, also bei dem er so viel, also über die seelischen Abgründe der Menschen lernen kann. Thomas Mann, ja, der sich schreibend zum Demokraten selbst erzogen hat. Das ist ja ganz exemplarische und typische europäische Biografie. Wer zeigt jetzt wem, was die Schweiz ausmacht? Im Odeon, dem Wiener Café in Zürich, lag früher die ganze Weltpresse auf. Heute einzig Tagesanzeiger und NZZ. Zweifel will wissen, wie unsere direkte Demokratie bei Menasse ankommt. Das Einzige, was mich immer wieder irritiert in der Schweiz, wenn wir schon von Demokratie reden, was mich immer wieder irritiert, ist dieser Fetisch der direkten Demokratie. Ein Referendum, das einen Rechtszustand auszuhebeln versucht, nämlich die Freizügigkeit, die vertraglich mit der Europäischen Union von der Schweiz garantiert ist. Ja? Das ist ein Vertragsbruch. Dieses Referendum produziert einen Vertragsbruch. Selbst wer das anders sieht, muss anerkennen, dass wir auch so im europäischen Österreich wahrgenommen werden. Wie sehen Sie denn dieses Europäische der Zürcher Zeitung? Die Zürcher Zeitung produziert ja nicht nur das kollektive Bewusstsein der Schweizer selbst, sondern die Zürcher Zeitung prägt ja auch das Schweizbild im Ausland, also zumindest in Europa. Auch Menasses Bild von der Schweiz ist durch die NZZ geprägt. Seit 40 Jahren hat er das Weltblatt abonniert. Besuch in der Redaktion. Menasses Buch «Die Vertreibung aus der Hölle» ist NZZ-Redaktor Andreas Breitenstein wohl bekannt. Das habe ich mal besprochen. Ja. Ein bisschen so kleingeistig haben Sie das besprochen. Ja. Ja, ja. Da haben Sie eine ganze Spalte geschrieben über einen grammatikalischen Fehler auf Seite 217. Im Ernst? Ja. Und ich habe mir gedacht, ein grammatikalischer Fehler in einem 500-Seiten-Roman. Und, kann ich mich gar nicht erinnern. Und dann hat die Duden-Redaktion, weil der Surkamp-Verlag ganz aufgeregt war, im Ernst? Hat dann von der Duden-Redaktion die Bestätigung bekommen, es sei kein grammatikalischer Fehler, sondern nur in der Schweiz ungebräuchlich.
Jünger bin ich gar nicht da. Wie auch immer, eine ganze Seite Buchbesprechung in der NZZ kam einem Ritterschlag für Menasse gleich. Im Newsraum wird die Zeitung von morgen zusammengestellt. In jedem amerikanischen Film, wo man einen Newsroom sieht, ja, ist die blanke Hektik. Ja. Gut, das ist, und ist es jetzt spezifisch schweizerisch, dass der Schweizer kein Talent hat, hektisch zu sein? Oder ist es einfach ist allgemein moderner Newsroom? Die alte Tante im neuen Kleid. Ein fertiges Alter schon.